Unternehmerschaft in Deutschland, Selbstständigkeit in Deutschland. Viele träumen davon, aber nur die wenigsten setzen es um, oft aus Angst. Guten Morgen. Ich sitze mit dem Robert da, ihr kennt ihn schon aus dem Video zu seinem Teehaus, Roberts Teehaus. Den Link findet ihr auch unten in der Infobox. Und da hatten wir auch schon kurz über Selbstständigkeit geredet, über sein Unternehmenskonzept. Und ja, wenn ich dich schon mal hier da habe, dann dachte ich, dann können wir gleich, weil das für sehr viele Menschen auch interessant ist, über die Selbstständigkeit und Unternehmerschaft in Deutschland generell reden. Mhm. Und du hast es ja gewagt quasi, du bist selbstständig geworden und hast halt dieses Teehaus initiiert. Magst du da mal sagen, was dahinter steckt für dich, warum du die Selbstständigkeit wählst und ja, was damit verbunden war, vielleicht an Risiken, an Problemen und wie du das generell bewertest in Deutschland, Selbstständigkeit? Mhm, ja, also wo fange ich an? In Deutschland Selbstständigkeit, das ist natürlich eine andere Kultur als in Amerika. So, es wird oft sehr etwas negativ gesehen und viele Leute haben hier ein Sicherheitsdenken, was oft, finde ich, relativ trügerisch ist. Ja. Also es gibt zwar sichere Beschäftigungsverhältnisse, aber viele sind es nicht. Und auch die Firmen, bei denen man arbeitet, sind oft nicht sicher. Also dass es gar nicht unbedingt sein muss, dass es Probleme in der Firma gibt, sondern dass es äußere Umstände gibt, die das halt ja, die Probleme verursachen. Richtig. Ja, das ist die Mentalität ist ein bisschen etwas zu negativ, würde ich sagen, in Deutschland. Auch das Bezug auf Scheitern, ne? Wenn man scheitert in Amerika, wenn du dann sagst, hey, ich habe 15 Selbstständigkeiten gemacht und 15 Mal gescheitert. Da sagen die, wow, du hast doch viel Erfahrung. Erzähl mal drüber. Sagen, man ist bescheuert, wenn man das macht. Dann such den Job, oder? Ja, genau. In Deutschland sagst du, bist halt ein totaler Versager, weil du immer wieder gescheitert bist. Nur Erfolg zählt. Aber das ist einfach das Tun an sich, auch Freude bereitet. Und dass es auch ein Stück weit Selbstverwirklichung ist. Ja, genau das. Und selbst wenn man vom Monetären, es gibt Leute, die 7-8 Mal gescheitert sind und dann Millionär geworden sind. Nee, nicht unbedingt, dass man das jetzt als Lebensziel haben sollte, das meine ich damit nicht, aber das, ja. Ja. Genau. Und was war sonst die Frage zu meiner persönlichen Geschichte? Genau, wie du jetzt gekommen bist, ein Teehaus zu eröffnen. Genau, also ich hatte schon lange Erfahrung als Selbstständiger gehabt. Mhm. Ich war Mitgründer der Koro-Drogerie, wenn ihr die kennt. Mhm. Ja. Klar, YouTuber, Koro-Drogerie, ja, denke ich, ist vielen. Also ich habe das zumindest bei anderen YouTubern immer auch mal gehört, Drogerie, von daher, ja, kenne ich. Genau. Du hast die mitgegründet sozusagen. Ich habe die mitgegründet, ja, richtig, ja. Ich bin mittlerweile schon seit einiger Zeit dort draußen, sowohl als Gesellschafter als auch als Geschäftsführer. Ja, es ist grundsätzlich mit sehr unterschiedlichen Gefühlen verbunden. Also kann teilweise mit, muss man auch so sagen, mit viel Leid verbunden sein. Vor allem, was man da auch investiert. Und es kann aber auch mit sehr positiven Gefühlen verbunden sein. Ich jetzt nur was ganz Generelles dazu. Grundsätzlich würde ich sagen, man muss immer gucken, was man will. Also es ist, dass man jetzt versucht, irgendwie seinen großen Lebenssinn darin zu sehen, schnell Millionär zu werden, kann stark schief gehen, weil dann man kann sich überarbeiten, man kann an falsche Leute geraten. Ja. Man kann auch sein ganzes Leben quasi einer Illusion hinterher jagen, dass Reichtum glücklich macht, und wenn man es dann erreicht hat oder auch nicht, dann ist es noch schlimmer, wenn man es erreicht hat, dann halt ziemlich traurig aus der Wäsche gucken und sagen, ah nee, es war es ja gar nicht. Schade um die Jahrzehnte, die ich damit verbracht habe. Also kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Genau. bei Roberts Teehaus war es ein bisschen anders. Also das habe ich nebenberuflich gegründet. Ich habe halt verschiedene Jobs noch gemacht, um mich halt zu finanzieren. Ich will natürlich irgendwann von Roberts Teehaus leben können. Ja. Klar, aber ja, genau. Ja. Muss halt von irgendwas leben. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, was Selbstständigkeit angeht. Ja. Und zwar, viele Menschen denken, okay, ich bin jetzt Arbeitnehmer, will ich nicht mehr, selbstständig. Kündigen ihren Job, selbstständig, gehe voll rein. Ist schwierig, ja. Also meiner Ansicht nach, es kann eine Option sein, wenn man sehr, sehr viel Geld zum Beispiel zurückgelegt hat und gespart hat und dann sagt, okay, oder einen Investor an der Hand hat. Aber grundsätzlich ist es eigentlich ganz gut, dass tatsächlich
aus meiner Erfahrung heraus, wenn es möglich ist, ne? Nicht jede Selbstständigkeit gibt das her, aber sowas wie so ein Teehändler zum Beispiel oder YouTuber, ja. Was auch immer, das kann man durchaus auch nebenberuflich machen und dann halt eben auch so dieses Sicherheitsdenken, das wir in Deutschland halt haben, auch so ein bisschen füttern, weil dann hat man ja immer noch den Job. Den macht man vielleicht nur noch halbtags, aber bei den meisten Jobs in Deutschland kannst du halbtags arbeiten und hast eigentlich immer noch viel mehr Geld, als du wirklich effektiv brauchst. Und von daher, ja, ist es eigentlich meiner Meinung nach eine super Alternative, also versuchen anzufangen. Und das ist ja auch so, man irgendwann, alles beginnt ja mit einer Idee. Ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Die Idee, die du hast. Und bei dir war die Idee halt, einfach wirklich ein hochqualitatives Produkt anzubieten. Richtig, ja. Zu einem unschlagbar günstigen Preis. Das klingt eigentlich für einen, einzelnen Menschen ein relativ anspruchsvolles Ziel, weil der Teemarkt ist ja trotzdem, gibt ja auch viele Global Player, was Teemarkt angeht, die großen Ketten, die halt die Offline-Stores haben. Ja, natürlich. Es ist oft so, dass man sich gar nicht unbedingt mit den Großen jetzt anlegen muss, sondern wenn ich jetzt irgendwie den Kyokushu Asahi nehme, der wird nicht bei Aldi verkauft und der wird wahrscheinlich niemals bei Aldi verkauft, weil der Markt zu klein ist. So. Mhm. Also, es ist ich muss jetzt nicht irgendwie Produkt XY haben, was Aldi für 50 Cent verkauft und muss das für 45 verkaufen. Mhm. Es ist ganz oft so, dass man auf einem sehr kleinen Niveau schon Vorteile herausarbeiten kann. Also Spezialisierung im Bereich der Selbstständigkeit, sich auf ein ganz spezielles Segment stürzen, das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag. Und mein Ratschlag ist auch, auf einem kleinen Niveau anzufangen, das ist ganz wichtig. So. Also nicht zu sagen, Grunde jetzt eine Fabrik oder weiß ich nicht was, sondern es ist halt wie mit dem Tier konnte ich halt gucken, gut, ich habe dann halt gesehen, ich habe zufriedene Kunden und hat mich sehr gefreut. hat mich sehr gefreut, ja. Aber ich bin jetzt nicht losgegangen und habe gesagt, jetzt brauche ich etwas, wo ich jetzt einen Kredit von 50.000 Euro aufnehmen muss. Ich muss jetzt das und das machen und das kann halt schnell schief gehen und es ist immer gut, klein anzufangen. Und also stückweise sich wirklich da vorzuarbeiten, auch Erfahrung zu sammeln. Viele starten ja erstmalig in der Selbstständigkeit und du wirst ja auch quasi von so vielen mittlerweile auch YouTubern und gibt so viele Ratschläge und sowas, wirklich klein, ruhig anfangen, möglichst stressfrei anfangen, mit viel Liebe und sich selber treu bleiben, selber authentisch bleiben, sich nicht vom großen, womöglich großen Geld blenden lassen oder von den super Ratschlägen eines Werbegurus und dann sich doch irgendwo wiederfinden in irgendwelchen Investitionen, wo man dann vielleicht im Nachgang sagt, okay, ist vielleicht nicht so das Optimale, weil gerade in diesem Bereich Marketing, Entrepreneurship, alles dieses, da ist sehr viel so Coaching-mäßig unterwegs und sehr viele Menschen, die im Endeffekt nur davon leben, dass Leute ihnen vertrauen und und sie ihnen das, die Weisheiten weiterbringen. Und oftmals endet es dann so, dass diejenigen dann einfach sehen, oh, da bringt Weisheiten und das folgt ein Coach, das damit verdient, das mache ich jetzt auch. Und so entsteht halt wie so ein Schneeballsystem mit Coaching und brauchst genug Idee. Und dann gibt es nur noch Coaches und keiner, der mehr was macht. Und das platzt dann irgendwann. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass derzeit schon fast am Platzen ist. So viel Coaches und Marketing-Experten wie derzeit, also das... Es gibt ja auch viele, die sehr gut sind. Mhm. Aber ich kann eigentlich nur sagen, wenn einer... konkrete Versprechungen macht, die dann auch noch sehr verlockend sind, ist das eigentlich, kann man davon ausgehen, das ist Quatsch. Also wenn einer schreibt, verdient 2.000 Euro am Tag, das funktioniert nicht, niemals. Und hast du eine Empfehlung für angehende Selbstständige oder was, wo du sagen würdest, hey, der Mensch, der macht es eigentlich ganz gut oder ist ein guter Ratgeber? Ja, Professor Günther Faltin. Achso, was du gesagt hast, genau. Also was, das Buch hat er, was du geschrieben hast, gibt es Kopf-Kapital, ja. Das gibt es bestimmt bei Amazon, ja. Der hat auch weitere Bücher geschrieben. Das war so der Anstoß. Es gibt noch andere. Es gibt Tim Ferriss. Hours Work Week. Gibt es die 4-Stunden-Woche von Felix Plötz, glaube ich. Darum geht es, wie sie selbstständig machen, ohne zu kündigen. Mit ganz konkreten Ratschlägen, mit Tools. Und auch, wie nennt sich das? Er hat ein Zwiebelmodell, nennt sich das. Okay. Wo es halt um die Schichten geht. So, ist ein Markt da? Kann ich einen Vorteil bieten? Wie kann ich einen Vorteil bieten? Was kann ich machen, um diese Leute anzusprechen? Und es ist teilweise so, dass diese Gedanken eigentlich sehr einfach sind. Und es ist teilweise weniger komplex, als viele vielleicht denken. Das war einfach bloß dieses,
dieses Konstrukt Selbstständigkeit und diese Verantwortung, die man plötzlich hat, ja, auf so vielen Ebenen, was halt einfach abschreckt. Und das ist einfach eine Mentalitätsfrage, glaube ich. Und deswegen würde ich auch sagen, wahrscheinlich nicht für jeden eine Selbstständigkeit, offensichtlich. Ne? Nee, natürlich nicht. Also nichts ist was für jeden. Ja, ja. So. Und, ja. Richtig, genau. Mhm. Ja. Und wie gesagt, Selbstständigkeit an sich ist vielleicht für mehr Leute was, als die Leute selber denken. Mhm. So. Aber man zieht einen riesen Start-up auf mit irgendwie und versucht dann schwer reich zu werden, das ist wahrscheinlich für viele Leute nichts. Ja. Ja. Aber so seinem Herzen folgen, seiner Bestimmung, was man gerne tun möchte, auch wenn es eine kleine Sache ist und auch wenn es am Anfang nur kostendeckend ist oder dass man trotzdem das einfach tut, um einfach die Erfahrung zu sammeln. Und das ist auch ein Stück Lebensqualität. Und ich bin der festen Überzeugung, wir alle sind auch zum Arbeiten geboren. Wir alle wollen was schaffen. Und wir alle wollen irgendwie unsere Fähigkeiten, unsere Talente irgendwie in die Waagschale werfen. Und von daher, dass dieser Prozess an sich, etwas zu erstellen, etwas zu kreieren und das vielleicht wachsen zu sehen oder Leuten Hoffnung zu schenken, Liebe zu schenken oder einfach nur ein gutes Produkt, einen schönen Tee zum Beispiel, all solche Sachen, das ist mit so viel drumherum verbunden, was positive Energie geht, Lebensbestimmung, auch Selbstwertgefühl kann damit einhergehen. Du bist halt nicht jemanden, dem gesagt wird, du machst das, machst irgendwelche Zahlen oder einen Computer, sondern du kreierst was, du schaffst was. Und das ist so eine unglaubliche Lebensqualität. Ich glaube, viele unterschätzen das massiv, weil wir das in Deutschland wirklich nicht gelernt haben, dass das was Tolles ist. Ja, wobei man dafür nicht zwangsläufig selbstständig sein muss, sondern vielleicht auch Jobs haben kann, die einen ausfüllen, ja. Unternehmen, hinter denen man steht, bei denen man selber arbeiten kann. So. Ja. Also ist das da kein Muss, irgendwie zu sagen. Das wollte auch nicht, dass es rüberkommt. Bloß, wie du schon sagst, in Deutschland, glaube ich, bin ich mehr geneigt, die Leute so ein bisschen vielleicht zu motivieren, zu sagen, hey, werde doch mal selbstständig, weil, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, der Anteil derer, die in der Selbstständigkeit mehr sich ja, oder ein erfüllenderes Leben verspüren würden, höher ist, als dass jetzt die Leute selbstständig sind. Und deswegen tendiere ich immer dazu, hey, komm, probier's mal aus. Und gerade wenn es nebenberuflich ist, ist es im Endeffekt auch so risikofrei und so kostenmäßig. Also der Gewerbeschein, also für YouTube, ja, 15 Euro Investition. Und das war's erstmal. Und dann, je nachdem, was ihr da habt, ja, könnt ihr starten. Und da, also da ist eigentlich wirklich, könnt das sehr, sehr risikofrei starten, selbstständig. Richtig. Und da ist zum Beispiel auch das Buch Kopfschläg Kapital dreht sich darum, wie man viele Ideen so abwandeln kann, dass man leicht startet. Oder? Er hat ja auch noch andere Bücher geschrieben. Ich überlege jetzt mal ein Beispiel. Er hat mir irgendwie gesagt, da kommt einer an und sagt, er will eine Fitnessstudio-Kette gründen. Sagt, okay, kostet 50 Millionen. Dann sagt, okay, mache ich ein Fitnessstudio, kostet 5 Millionen. Ich weiß nicht, ob die zwei stimmen. Und dann irgendwann kommt er halt dran, dass er sagt, okay, Fitness, was kann ich beispielsweise, was könnte Leuten helfen? Das ist immer ganz wichtig bei jedem Geschäft, dass man sagt, okay, warum soll jemand bei mir kaufen? So. Ja. Deswegen habe ich auch in einem anderen Video gesagt, warum ich den Asante rausgenommen habe, weil ich halt gesehen habe, gut, es gibt einen anderen Händler, der es eigentlich irgendwann besser gemacht hat als ich und dann, was soll's so, nehme ich lieber andere Tees rein. Und irgendwann sagt man dann, man macht einen Fitnessratgeber, man macht Empfehlungen für Fitnessstudios, man macht, ich weiß es nicht, aber als Beispiel, so, ja. Genau, und dass es halt so Abwandlungen gibt, oder hat beispielsweise jetzt, ich weiß nicht, ob es nur so eine Spielerei war, ganz ungewöhnliche Kombinationen gehabt, wie beispielsweise hat er mal gesagt, Läden stehen nachts leer, so, man könnte doch, weiß ich nicht was, was auch immer man für einen Laden hat, man könnte das doch nachts vermieten an Künstler. Oder man könnte in Eisläden sind Sommergeschäft, man könnte in Eisläden im Winter Buchläden reinmachen. Oder Teeläden. Oder Teeläden ist auch ein Wintergeschäft. Ja, ja. Oder so, also es ist alles teilweise sehr unkonventionell und ist so eine Art logische Herangehensweise. Und auch im Endeffekt oft Gedanken, die relativ simpel erscheinen. Aber man muss sie umsetzen. Was zum Beispiel der Herr Professor Faltin hat ja die Tee-Kampagne gemacht, so, woran ich mich auch stark orientiert habe, wo ich es ein bisschen anders mache als er. Und da hat er eigentlich, er hat selber gesagt, dass
wurde damals eigentlich für verrückt erklärt, weil er gesagt hat, so funktioniert hier nicht. Also der hat wirklich mit einer Sorte angefangen, hat die direkt aus dem Ursprung von der Plantage importiert. Okay. Und es war eigentlich, hat er gesagt, dass jeder gesagt hat, das ist bescheuert. Ja. Weil es eigentlich, jeder gesagt hat, Tee sind kleine Packungen, sind viele Sorten. Und gesagt, ja nee, aber wenn jemand nur diesen einen Tee trinken möchte, was auch in Brasilien ein relativ gängiger Tee ist, wenn man davon ausgehen kann, es gibt Leute, die nur diesen einen Tee haben wollen, warum sollen die dann nicht bei ihm kaufen für weniger Geld? So. Genau. Ist dann so logisch herangegangen, welchen Vorteil könnte ich den Kunden bieten, so, aber das, ja. Also tatsächlich so die Orientierung, was, was möchte der Anbieter oder was kann Sinn machen? Also das, dieser Gedanke sollte schon sich formen, weil, wie gesagt, einerseits kann man natürlich sagen, okay, ich mache das und das gerne, zum Beispiel, ich singe jetzt total gerne und ich muss aber objektiv sagen, ich bin vielleicht nicht der größte, beste Sänger, dann sollte man vielleicht dann nicht mehr eine Selbstständigkeit draus machen, auf Biegen und Brechen. Soweit muss man dann auch ehrlich zu sich sein und da hilft auch so ein bisschen, dass man, das Video, weiß ich, ob es schon raus ist, Selbstbewusstsein, aber wenn es darum geht, dass man sich selbstbewusst ist, was man kann, was man nicht kann und dass man auch andere Menschen, denen man vertraut, auch diesbezüglich befragt. Zu den Läden, das ist ganz interessant, das ist nochmal so als Side-Fact, bei uns in Leipzig gibt es einen Laden, der ist tagsüber ein Fahrradladen und abends hängt er seine Fahrrad an der Decke und macht eine Kneipe draus. Ja, also es ist einfach wirtschaftlich gedacht. So. Ja. Er bezahlt ja die Miete Betrag X, so. Und kann das untervermieten, kann er noch was, oder Airbnb ist auch so eine Sache, das ist die eigentlich genauso funktioniert, wenn jemand sagt, ich fahre in Urlaub, so, schade, muss man mal gucken, ob das der Vermieter erlaubt oder so, aber grundsätzlich ist das, sind es wahnsinnig schlaue Ideen. So. Kreativität, Ideen, das ist, wir leben in einer Zeit, wo Ideen das Kapital sind, euer Geist, Kreativität. Wir sind weg aus dem Materialismus, das mit diesen Produktdarstellern, Effizienz und so weiter. Das kann man die großen Unternehmen, was Effizienz angeht, sagen wir jetzt von Produkten, die jetzt geschaffen werden müssen, jetzt die nicht nur gehandelt werden, das kann man was nicht mehr, kann man als Kleiner dann gar nicht groß was machen. Aber Kreativität, Ideen, also das ist wirklich, und eure Persönlichkeit, eure Individualität, das sind wir wieder beim Thema Social Influencer, also solche Sachen. Das was du halt auch gerade gesagt hast, ist, das hängt natürlich auch davon ab, wie, wenn jemand sagt, er macht die Selbstständigkeit nur als Hobby, sollte man auf jeden Fall, kann man sagen, okay, ich mache jetzt nur das, was mir gefällt und versuche das irgendwie noch zu verkaufen und wenn nicht, ist auch okay. Da kann man auch singen, wenn man sagt, wenn es keiner kauft, so muss keiner kaufen. Ja. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, man will jetzt irgendwie davon leben, es ist ja gar nicht gesagt, dass man schwer reich werden will oder überhaupt muss oder was auch immer man jetzt erstrebenswert ansieht, sollte man beides verbinden. So, man sollte was gerne machen, weil wenn man es nicht gerne macht, macht man es meistens auch nicht gut. Ja. Und nicht lange. Wahrscheinlich ist nicht lange sogar noch das Wichtigere. Also es ist ja eigentlich gehen die Talente mit dem, was man gerne macht, ja nicht immer einher. So. Das kann sich auch unterscheiden. Dass jemand das sagt, er macht wahnsinnig gerne Sport, aber er wird niemals Profisportler werden, weil ist da irgendwie eine Veranlagung fehlt oder so. Aber man sollte dann beides verbinden, wenn man das als Beruf machen möchte. Wenn man sagt, es kann ja auch sein, dass einer sagt, der bemalt, weiß ich nicht, Muscheln und geht dann zum Flohmarkt und verkauft sie und hat einen Gewerbeschein. Wobei ich mal gehört habe, weil du sagst, es ist ein Talent, dass man, egal wie talentfrei man ist, mal abgesehen von irgendwelchen jetzt vielleicht körperlichen Behinderungen oder geistigen Behinderungen, egal wie talentfrei ist, wenn du 10.000 Stunden in einer Tätigkeit verbringst, dann gehörst du zu den Top 10% bereits. Und alles, was drüber ist, ist eigentlich uneffektiv, weil um dann noch dich weiter zu steigern, dann müsstest du nochmal 10.000 und noch ein Prozent und so weiter. Aber es reichen 10.000 Stunden komplett aus, um in irgendetwas Meisterschaft zu erlangen, also so, dass du wirklich zu den Top 10% gehörst. Okay. Also man kann auch viel durch Arbeit wettmachen, wobei ob Singen jetzt wirklich dazu zählt, weiß ich nicht. Es gibt ja auch Dinge, wo du in den Top 10% trotzdem, also wenn man jetzt, sage ich mal, ich mache jetzt gerne Kampfsport beispielsweise, so. Ich habe da meine Zeit nicht so viel trainiert, ich bin noch nicht mehr jetzt, habe jetzt wieder angefangen, mehr zu trainieren, aber das ist halt, wenn man jetzt in Boxen nimmt, wenn du jetzt zu den Top 10% gehörst, aber eher nicht dann heißt das, dann musst du wahrscheinlich zu den 0,1 gehören, um überhaupt damit Geld zu verdienen. Okay, ja, das also gibt es halt auch Sachen, wo du sagst, so ja, das ist schon, ja, eine Sache, womit ich niemals, zum Beispiel mit dem Kampfsport werde ich niemals Geld verdienen. Das ist, ja, wird nicht passieren. Ja. Als Beispiel. Ja. So, auch wenn ich da mal, was weiß ich, was wie gut werden sollte. So. Ja, das,
Aber das betrifft jetzt so kleine Selbstständigkeiten, dass man meistens, wenn man zu den ersten 10% gehört, schon ganz gut bedient. Das ist was anderes. So. Ja. Bei YouTube war es bei mir ja genauso. Ich habe das gerne gemacht und überhaupt keinen Gedanken, keinen verschwendet, dass ich da irgendwie von leben konnte. Und dann kommt manchmal erst so über die Tätigkeiten weg, erstmal, wow, es geht, man kann ja, wo ich angefangen habe, da hat man noch gar keine Werbung geschaltet oder da ging das nicht, da musste es einen Vertrag unterschreiben. Das kam dann erst dann später, dass man dann, dass jeder irgendwie mit YouTube plötzlich Werbung verdienen konnte. Die Partnerschaften. Ja, und überhaupt die Gedanken, also die Amazon-Reflinks, die ihr unten seht, das ist ja so eine Sache, da wusste ich gar nicht, wo ich angefangen habe, was das ist und dass man damit auch Geld verdienen kann und dass das sozusagen eine Win-Win-Situation in allen Ecken, also ich kann Produkte ehrlich rezensieren und so hat ja mein Kanal angefangen, ich habe einfach nur Produkte rezensiert, wie zum Beispiel Robots Tee, da ist ein eigenes Video, ich verlinke euch das mal oben, alle 5 Sorten im Intensivtest und dann konnte ich ehrlich sagen, hey, pass auf, das hat überhaupt nicht geschmeckt, so, und das würde ich jetzt nicht kaufen, verlinke das unten in den Amazon Reflink und trotzdem, wenn die Menschen da draufklicken und sich nochmal andere Rezensionen angucken, weil vielleicht andere Meinungen sind, ist es trotzdem so, dass ich auf jeden Amazon-Reflink, den ihr draufklickt, innerhalb von, wenn ihr von 48 Stunden irgendwas bei Amazon bestellt, das muss nicht das Produkt sein, sondern irgendwas, bekomme ich davon 1-7%, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Und ja, ihr habt was davon, ihr habt eine Meinung eingeholt, ich habe was davon, weil ich kriege prozentual von Amazon Geld. Und ja, Amazon hat natürlich auch was, dass er das Produkt eben bei Amazon gekauft hat. Wer Probleme mit Amazon hat, der wird wahrscheinlich sowieso nicht auf die Amazon-Links draufklicken. Aber ich habe mal ein Video zu Amazon gemacht, weil ich war Amazon-Bevollmächtigte beim Arbeitsamt. Und da habe ich sehr viele, ja, ich denke schon Insights, die ich in einem Video schon mal präsentiert habe. Und meine Meinung zu Amazon, schaut mein Amazon-Video. Mehr sage ich dazu. Ich bin jetzt auch bei Amazon. Ja, warum ist das echt? Ja, richtig. Krass. Ja, stimmt, du kannst ja. Tust du auch den Versand über Amazon machen lassen? Nein. Nein, machst du es selber. Beziehungsweise über den, was du gesagt hast. Über die Behindertenwerkstatt. Also bei eBay bin ich auch. So. Okay. Obwohl ich eigentlich das so nutzen möchte. Ich würde auch eher empfehlen, einen Shop zu kaufen, weil ich halt etwas draufschlagen. Genau. Ich habe es teurer gemacht bei Amazon. Um die Kosten dann wieder... Die Kosten reinzuholen. Ja, also direkt immer bei Robots. Das ist eigentlich eher ein Mittel zum Zweck, um mehr Kunden zu erreichen. Natürlich. Und dann vielleicht, wenn sie den Deal haben, sehen sie, oh, nächstes Mal kaufe ich im Shop bei und so. So machen es viele bei Amazon. Das ist ein Türöffner. So. Ja, die Öler, die von der ich weiß gar nicht, irgendeine Drogerie hat Öle verkauft, habe ich die gekauft bei Amazon, habe ich gesagt, wow, und mittlerweile weiß ich, okay, jetzt gehst du mal direkt auf den Shop, auch Gewürze und so weiter, oh, das ist ja viel günstiger, Amazon einmal genutzt, okay, und dann immer wieder dort gekauft. Also würde ich im Endeffekt auch empfehlen, also wenn ihr preisgünstig einkaufen wollt, dann kauft jetzt in dem Fall auch direkt beim Händler. Ja, Selbstständigkeit in Deutschland. Also, Mut machen, also das ist so meine Intention, einfach Mut machen, probieren, groß scheitern, ja, es kommt halt immer dran, wie viel investiert ihr? Also genau, das ist halt der Punkt, dass ich selber das aus eigener Erfahrung hatte, dass man dann halt irgendwie sehr große Ziele hat und dann auch sehr tief fallen kann, so, und dass ich das heute eher anders machen würde, so. Ja. Also kleine Ziele langsam aufbauen und dann lieber, sag ich mal... Genau, und doch... die Ausbildung nicht vernachlässigen oder dass man halt immer sagt, so, ich hatte zum Beispiel ganz lange, ich habe dann über eine externe Anerkennung Kaufmann für Marketingkommunikation gemacht. Wenn du weißt, was das ist, extern? Nö. Das ist, wenn man lange genug in einem Bereich gearbeitet hat, ist man zur Abschlussprüfung zugelassen und muss das dann selber aneignen und so. Und so habe ich es halt gemacht, weil ich halt nachweisen konnte, dass ich als Geschäftsführer sehr viel im Marketing tätig war. Also ist dann irgendwie die anderthalbfache Zeit der normalen Ausbildungszeit. Aber ich hatte ganz lange gar keine Ausbildung gemacht, als ich noch bei der Kuro-Drogerie war. Habe halt nur Abitur. So. Und was ich auch vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde, das so zu machen. Okay. Sondern da vielleicht so eine Ausbildung nicht zu vernachlässigen dafür. Du kannst es trotzdem selbstständig machen, auf einem kleinen Level, aber halt immer ein bisschen... Da kommt dann wieder der Deutsche durch, das Sicherheitsdenken. Ja. Nee, ich verstehe es. Also wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich dir das auch empfehlen. Ja. Zu sagen, ja gut, setz nicht alles auf eine Karte. Das kann halt aufs Tief gehen. So. Und probiere dich erstmal aus, gucken, was dir gefällt. So. Auch wenn ich das früher anders gesehen habe.
Ist so. Ja, na gut, da muss jeder hat so einen Spagat zwischen Risikofreude und Risikoaversion, da muss man sich dann halt einordnen. Und auch, dass man nicht irgendwie, wenn man erfolgreich ist, nicht diesen Höhenflug kriegt, was ich halt auch von mir kenne. Mhm. Und praktisch vielleicht auch schlechte Entscheidungen trifft in Bezug auf dumme Verträge unterschreibt bei Geldgebern. Ich kann jetzt nicht so genau drauf eingehen. So. Man sollte einfach seinen klaren, kühlen Verstand doch immer haben. Immer kühl haben und auch wenn es mal sehr gut laufen sollte. Mhm. Und auch nicht so viel dem beibemessen, dass das jetzt alles wäre, was man hat oder sowas. Sowas. Mhm. Dieses so, alles oder nichts und wenn nichts, ist alles scheiße und so. Und einfach auch wieder dran denken, es gibt Wichtigeres im Leben als das Geld verdienen. Das Geld verdienen ist quasi Mittel zum Zweck. Wenn ihr arbeitet und Freude an der Arbeit habt und Freude an dem, was ihr tut, werdet ihr immer irgendwie zu Geld kommen. Und da müsst ihr euch gar nicht so viel Gedanken machen. Zumal wir in Deutschland hier in einem sehr, sehr reichen Land leben, wo die Kosten für Nahrung gar nicht so hoch sind. Also mein Buch Rohkost vor Lowkost zeigt euch, dass wir für 50 Euro im Monat rohköstlich alle Vitamine und Nährstoffe deckend leben können. Und das ist fantastisch, 50 Euro im Monat. Mindestlohn ist 9 Euro, da arbeitet ihr 6 Stunden und dann im Monat und dann habt ihr eure Ernährung gesichert. Ne? Und ihr müsst natürlich 9 Euro für mein Buch noch investieren und dann, also müsst ihr 7 Stunden arbeiten, zumindest im ersten Monat. Ja, also es ist... Die fehlt noch. Die ja, das stimmt. Ja, nee, also von der Seite her, also... Ja, hast du noch was du noch teilen möchtest zum Thema, was du so noch in die Runde werfen willst, was du... Es ist blöd, dass ich keine Fragerunde machen kann, weil die Zuschauer mir jetzt nicht antworten können. Ja. Ich weiß gerade... Wüsstest du eine typische Frage zur Selbstständigkeit, die vielleicht die Zuschauer haben könnten? Ich weiß gerade nicht genau. Naja, gut, die Frage, die die meisten gestellt haben, zumindest bei dem Coaching, ist... Aber mach du erstmal selbst. Achso, ja, was es ja auch so ist, dass gerade Unternehmertum immer oder Marktwirtschaft ein bisschen ein negatives Image hat in Deutschland. Und dass ich da halt auch sagen muss, dass, man muss... kein schlechter Mensch sein, hört sich jetzt blöd an, um das zu machen, oder? Sondern es ist ja eigentlich ein gegenseitiger Austausch. Mhm. So, ich sage, ich biete euch was und hoffe danach, damit Geld zu verdienen. Mhm. Und ich zocke aber jetzt niemanden ab oder so, es ist auch sehr gut möglich. Also, dass man da nicht diese Brille auf hat. Ja. So. Ja, das ist blöd. Aber habe ich auch schon das Gefühl, dass in Deutschland schon ein wenig auch in die richtige Richtung geht, also was Unternehmerschaft angeht. Vielleicht schon mehr, ja. Die Frage, die bei mir immer gekommen ist, nämlich die Leute gefragt haben zur Selbstständigkeit, ist tatsächlich, Versicherung, Kosten und also diese finanzielle Frage. Aber das hat man eigentlich schon mehr oder weniger gesagt, du hast 15 Euro für einen Gewerbeschein oder vielleicht gibt es noch teure Gewerbescheine, keine Ahnung, aber das war es dann letztlich. Und was die Krankenversicherung angeht, da ist natürlich so, dass wenn ihr gar nicht mehr Arbeitnehmer seid, dass ihr euch dann versichern müsst. Aber wenn ihr eben noch auf 450 Euro, 500 Euro Basis arbeitet, dann seid ihr auch wieder versichert. Dann müsst ihr euch nicht, nur weil ihr nebenbei selbstständig seid, irgendwie dann versichern. Das wäre auch noch ein Vorteil, warum man parallel arbeiten sollte. Ja. Also die Selbstständigkeit aufziehen wollte. Weil dann sind es keine Mehrkosten, die ihr da habt. Und wenn ihr was Künstlerisches arbeitet, also jetzt auch YouTuber oder generell Musik schreibt oder bildende Kunst, was auch immer, dann könnt ihr eine Künstlersozialkasse. Und das ist auch eine wunderbare Sache, die es auch wieder in Deutschland gibt, wo ihr Rentenversicherung, Pflegeversicherung und Krankenversicherung in einem habt und da zwischen 200 und 300 Euro im Monat bezahlt, je nachdem, wenn ihr noch nicht so viel Geld verdient. Mhm. Wunderbar, das ist perfekt. Da gibt es das Buch, die 4-Stunden-Woche. Wie gesagt, ich habe keine Werbepartnerschaft, auch wenn ich kenne den Autor auch nicht persönlich oder so. Aber der hat das sehr detailliert geschrieben, was man auch in welchem Land, wenn man jetzt irgendwie Österreicher ist oder Schweizer, ist, alles also was man in deutschsprachigen Ländern beachten muss. Mhm. Wie gesagt, hat Tools für die alltägliche Arbeit. Entschuldige euch, das Buch sowohl von dem Herrn Veit, hast du gesagt? Faltin. Professor Dr. Faltin. Okay. Peter Faltin. Das verlinke ich euch in die 4-Stunden-Woche noch. Ja, die 4-Stunden-Woche von Felix Plötz, war es, glaube ich. Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Okay. Weil es sehr praxisnah ist, ist sehr wenig BWL-Fachchinesisch, kann jeder verstehen. Wie gesagt, es geht sowohl um das Alltagsgeschäft da, als auch darum, etwas zu finden, was Nutzen stiftet. So. Klingt gut.
Ja, wenn ihr natürlich noch Fragen sind oder Fragen habt, dann könnt ihr die trotzdem in den Kommentaren stellen. Ich schaue auf jeden Fall vorbei. Wenn ihr auch über Zeit findet, würde ich auch dann mal vorbeischauen und gucken. Aber ich werde es euch nach bestem Wissen und Gewissen auf jeden Fall auch beantworten. Oder in den Kommentaren, wie gesagt, genau. Schreibe ich mir zu. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünsche, ihr hattet euch ein bisschen Freude, habt ein bisschen was gelernt und konntet euch ein bisschen motivieren, vielleicht doch mal drüber nachzudenken, so nebenberuflich vielleicht so eine Selbstständigkeit mal zu initiieren. Gut, na dann, tschüss. Tschüss. Yeah.